Hi, hallo meine Leute, ich bin jetzt wieder euer Geralt. Willkommen zu einem Chest Opening mit der Herobine. Lasst alle Like da und Abo da. Richtige Einstellung. So Leute, wir beginnen mit dem Angebot. Guck mal, wir öffnen das zweite Angebot und die Magical und die Super Magical, also die zweite und diese Truhe. Aber das nach einem Cut. So Leute, Herobine öffnet das jetzt. Erstmal 1320 Gold. Erstmal eine WhatsApp-Nachricht oder keine Ahnung was. Ein Megalakai. Sieht sehr scheiße aus. Wow. Ein Elixiersammler. 25 Pfeile. Ja, was ist das für eine komische Truhe? 6er Goblin. Das ist keine nicht. Legendary. Schade. Nee, ich habe keine Ahnung, was das für eine komische Truhe ist, Alter. Okay. Und nun zur Legendary Chest. Was war das denn für eine komische Truhe, Mann? Na, geht's weiter. Was wünschst du dir? Weiß nicht. Ist mir egal. Ich gucke erstmal nach, wie deine Truhen so, wie deine Karten so sind. Was können wir? Oben im Deck ist auch noch was. Mhm. Ja. Na, also alles würde ich Funky, Lumberjack. Oder Elektro-Wizard wäre nice. Ja. Von den Karten, die du so hier hast. Bitte Let's go! Oh. Trommelwirbel. Lava-Hund. Nice, aber auch nicht schlecht. 2 von 4. Ja, habe ich auch. Gut, dann 1 Cut von 1 Nettigkeit hier. Yeah, boy. Zahlung erfolgreich. Super Magic. Alter, wartet, Leute. Ein Screenshot. 7128 Gold. Is in the house. Kommen jetzt aber eine Legendary. 33. Skelette. Hä? 3 Wächter. Weiter ist essen. Egal, mach. 55 Info. Ja, oh. Legendary, komm. Ja! Ja! Golem! Fast 6. Alter! Warte, Screen. Nein! Egal. Ich wollte euch wegmischen, aber... Oh! Ja, 2 von 4 ist nicht schlecht. Nice. Nice, Leutis. Und nice, mein Gold. Und dann, dass er ein Priester ist. Da ist er. War aber klar, dass er da ist. Und rechts ist halt nochmal. Aber Leute, das Angebot gönne ich mir auch zu Weihnachten. Die Frage ist, wie viel habe ich jetzt noch drauf? Wir sehen uns noch einen Cut. Kein Plan, Leute. Aber ja gut, die Legendaries waren jetzt nicht so impressive. Gebe ich zu. Ich würde jetzt halt gerne eine Fortune Chest öffnen. Aber das Problem in der Fortune Chest ist, dass es erstens nur Müll drin ist. Da ist ja nicht mehr Legendary bei. Und, also lieber nicht. Eine Blitztruhe. So ach ja. Die gibt's ja noch. Ja. Doch, mach mal eine auf. Oh. Ich war mal so dumm, als ich mir gekauft habe, habe ich erstmal direkt als erstes die Seppi-Säcke geblitzt, Alter. Das hat mir sowas von gar nichts gebracht. So, wird was Gutes drin sein. Ja, Skelettballon. Flugmaschine, nice. Und X-Bung fickt den weg. Für den Arsch weiter. Für den Arsch. Nee. Nein, knall weg, den Henker. Hä, was kommt denn so scheiße? Knall! Komm! Bitte. Danke dafür. Ja, also. Wow. 999 Gems. In der Haus. Leutis. Ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich. Also, ich mache jetzt noch am besten mit Herobine ein paar Duelkämpfe. Ja, doch. Und hier habe ich auch noch eine Blitztruhe in der Quest. Die Sache ist die, Leute. Es wird bis zum neuen Shop dauert es halt noch. Vielleicht kriege ich da bessere Fortune-Sachen. Ja. Und ich würde sagen, ich trete... Ewig langer Cut ist da. Nein. Nein, ich spiele jetzt einfach noch einmal die Königsgeist-Challenge. Kannst du mir theoretisch auch noch kaufen, aber das will mir nichts bringen, genau zu sein. Oh nee, Skelettfass, Alter, die Karte. Die geht mir so an die Nüssen. Aber diese Karte Königsgeist ist so krass stark, okay, Alter. So müsste ich spielen, ja meistens aber genau dasselbe, was man selbst spielt. Das finde ich mega nervig. Die gucken, was du setzt, dann setzen sie es genau auf dieselbe Seite. Jetzt setzt du gleich auch mega Lakai. Dann auf die andere Seite wahrscheinlich. Nee. Da ist es schlau! Ja, moin. Schlaues Ding. Oh, fuck. Ist mir egal.
Ist mir immer noch egal. Lol, hat der viel Schaden gemacht. Ich sag wirklich, Eisgeist ist keine schlechte Karte, aber man sieht ihn trotzdem. Ja, ich weiß, finde ich ein bisschen krank, dass der Gegner den trotzdem sieht. Ich dachte, er wäre so mega OP, dass ihn keiner von beiden sehen kann. Also selbst der andere Spieler den nicht sehen kann. Aber trotzdem irgendwie vom Anblick her, lol, als ob das. Fuck, Alter. Kacke. Ja, schade. Ja, habt ihr den Move vom Megalakai gesehen? Ja, aber da, aber da. Oh, komm, hau weg. Ja, schön. Ich finde das Design von der Arena eigentlich nicht schlecht. Wenn man mal hört, die Musik ist auch anders. Ich werde halt gleich die drei Muskelchen da einfach einsetzen, just for fun. Ja, das hat er so geahnt wahrscheinlich. Deswegen rettet er da so behindert mit seinem Bowler. Da deckt mal hier drei Muskis. Er wird sie wahrscheinlich aber auch gleich zwei haben hier hinten. Ja, naja, da hinten tryhardet er. Ich hab 'ne Idee. Das war dämlich von mir. Ja, das sieht ein bisschen. Vor allem, als ob der. Guck mal, wie wenig Schaden es gemacht hat, Alter. Hä, what the fuck? Alles klar, Leute. Das macht einfach kaum Damage. Ja, guck mal, der Dings macht ja Flächenschaden. Ja, ich hab verloren. Das war halt so dumm, dass ich so nach vorne all-inclusive gegangen bin. Wenn du fertig bist, kann ich gerne auch nochmal die Challenge ausnahmsweise machen. Für die Aufnahme. Bei dir? Beziehungsweise dann kämpfe ich bei mir. Du kannst einfach halt sozusagen zugucken, dass die das so sehen. Wenn das hier nicht so weit schafft, sag ich mal so. Du kannst ja bei mir mal probieren. Wenn du willst. Gerne. So, schnipsen wir rauf. Ja, aber da. Bitte ich bin Lord Schulz. Oh nee! Ein Stick für eine Arschigkeit, ja. Ich geh kurz mal fragen, was zum Verhalten. Gleich. Du musst moderieren jetzt. Ja, Leute, ich bin am Moderation. Abonniert mich alle. Ja, moin. So. Ich pflanze jetzt einfach alles rauf. Und er ist halt richtig seltsam. Was macht er da? Alles klar. Es hat sich halt gelohnt, was er da macht. Fuck, Alter. Scheiße, da hätte ich vielleicht doch was setzen sollen. Nein, es ist zu spät. Fuck. Aber das Deck ist halt wirklich auch für eine Arschigkeit. Richtig Rotzdeck. Aber diese Karte ist so nice. Ist doch scheiß OP, aber. So, Alter. Ach, das Deck ist wirklich für den Arsch. Sieht's aus? Oh Gott. Scheiße, Mann, das ist richtig Rotzdeck, Alter. Ich finde das halt scheiße, dass sie bei der Eisgeist Königsgeist-Challenge nicht Draft ist, sondern ja. Einfach Spiegel. Der Spiegelkampf war ohnehin schon unnötig. Aber ich fände es wirklich besser, wenn es zur Auswahl wäre. Und vor allem, dass so eine scheiß Decks gemacht werden, Alter. Das ist richtig unnötig. Ich sieht schon mal mein Höschen aus. Oh nein, Spaß. Leute, ihr habt's gehört. Er ist am Höschen ausziehen. Jetzt zeige ich nochmal mein Höschen. Nein, Spaß. Na. Und ich danke. Grüße gehen auf jeden Fall raus an meinen Vater, der mir das alles gesponsert hat. Och, Alter, das ist doch. Hey Junge, dieses Deck ist einfach nur für den Arsch. Ne, bei Spiegeldeck ist es halt so. Einer macht einen Zug und der ist für dich vernichten. Alter. Was ein Bastard, Alter. Junge! Das ist ja wirklich so, dieses Deck, das konnte sich komplett alleine selbst aus.
Das ist so ekelhaft. Da kann man keine Pushs machen, weil ja alles voller Kobold immer ist. Und dann noch Skelettenarmee und den ganzen Kram. Und da soll man mit dem Prinz durchkommen. Weil Prinz ist ja der Sinn an diesem Deck. Leute, vor allem, das nehme ich jetzt noch auf, die Challenge, weil ich will euch ein bisschen Königsgeist-Gameplay zeigen. Ja. Er spielt zum ersten Mal seinen Königsgeist. Ja, die Sache ist die, ich hatte vorhin einen Kampf. Mein Turm, full life, deiner auf 19 HP. Er zieht mich, er hat meinen Turm fast. Kron-K.O. und es gibt keinen Zauber. Und er holt meinen Turm dann noch irgendwie richtig. Mann, ist einfach alles von diesen scheiß Kobolden, Alter. Aber im Königsgeist ist es so, man sieht ihn manchmal nicht. Also manchmal achtet man gar nicht drauf, weil er leicht durchsichtig ist. Die ganzen Töne vom Königsgeist, Alter. Dieses Deck, Alter, das ist echt für den Arsch. Man kann vor allem nicht nur auf die andere Seite pushen, weil der Gegner so rumspammt. Ja, weil immer nur überall Kobolde sind. Puh. Richtiges Rotzdeck. Ach, Digga, Alter, man kann einfach gar nichts machen hier. Weil das Deck konnte sich halt wirklich komplett selbst aus. Da macht man einen Push, der zerstört sich sozusagen selbst irgendwie. Ach, Digga, was ein Bastard, Alter. Boah, Junge, der spammt aber so durch. Ne, das wird locker unentschieden, Leute. In der Rechts ignoriere ich mal. Guck mal, wie viele Kobolde das sind, Mann. Ich kann aber nichts tun gegen sowas. Mann! Ach, Junge. Ihr müsstet die Rubines Blick gerade sehen, Leute. Na gut, Leute. Dann, er ist beleidigt. Ja, ernsthaft, Mann. Das ist doch so richtig für den Arsch, dieses Deck, Mann. Vor allem immer noch 0%, ne? Michelle hat deine Freundschaftsanfrage angenommen, sehr gut. Oh. Das sind noch 0%, Mann. 770, 800 Minuten. Ja, gut, egal, Leute. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen, ja. Ich hoffe, dass keine... Abonniert mich! Ja, schaut bei Herubine vorbei, der kriegt in der Videobeschreibung rum. Und... Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, das kleine Chest-Opening hat euch gefallen. Ich werde dann wahrscheinlich auch nochmal das hier aufnehmen. Denn da werde ich ja die Supermagie-Tour öffnen. Und auf jeden Fall noch eine legendäre Königstour. Finde ich halt mega nice. Und ja, Leute... Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich bin euer Gira LP und erst. Herubine hatte. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Sage tschüss mit Öl, scheiß mit Reis. Bye, bye.